Droht uns ein Superflare, ein Sonnensturm, der Plasmawolken in Richtung Erde jagt und das weltweite Stromnetz extrem beschädigt und unsere gesamte Telekommunikation bedroht. Das hätte fatale Folgen, beispielsweise für die Weltwirtschaft. Ein japanisches Astronomieteam hat jetzt herausgefunden, dass auch sonnenähnliche Sterne besonders extreme Stürme, sogenannte Superflares, produzieren können. Hunderte bis tausend Male stärker als alles, was wir bisher erlebt haben. Und das schon relativ bald. Klicks um Science and Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Der Sonnensturm von 1859 ging in die Geschichte ein. Die ausgestoßene Materie von mehreren starken Sonneneruptionen erreichte nach etwa 17 Stunden die Erde, und zwar mit einer Geschwindigkeit von mehr als 2000 Kilometern pro Sekunde. Starkströme zerstörten Telegrafenleitungen und das gesamte Netz, das gerade erst installiert worden war, wurde enorm beschädigt. Forschungsteams weltweit sind mit Hochdruck dabei, mehr Details über Sonneneruptionen zu erfahren. Klar ist, bei solch einem Ausbruch wird Plasma ins All geschleudert und dabei wird energiereiche Strahlung frei, sogenannte Flares. Das Problem: solche Ausbrüche sind nicht wirklich vorauszusehen. Doch die Signale einer Sonneneruption erreichen die Erde innerhalb von etwa 8 Minuten. Japanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jetzt neue, super spannende Erkenntnisse zum Thema gesammelt. Das Team hatte 43 sonnenähnliche Sterne, bei denen zuvor bereits Superflares beobachtet werden konnten, mit dem Gaia-Weltraumteleskop und einem amerikanischen Teleskop genauer ins Visier genommen. Bei ihrer Analyse ging es darum, wie oft Superflares vorkommen, wie alt die jeweiligen Sterne sind und ob es sich bei ihnen tatsächlich um Einzelsterne handelt. Und das Ergebnis ist überraschend. Denn der japanischen Studie zufolge kommen Superflares eben nicht nur bei jungen Sternen vor. Stattdessen ist dieses Phänomen auch bei älteren, langsam rotierenden Sternen zu beobachten, sprich der Sonne. Allerdings sind die Strahlenausbrüche dann nicht ganz so gewaltig. Junge Sterne aber produzieren Superflares mit einer Energie von, Achtung, 100 Milliarden Petajoule. Hier sind also besonders extreme Strahlenausbrüche zu beobachten. Schon frühere Beobachtungen mit Weltraumteleskopen hatten gezeigt, dass schnell rotierende junge Sterne gigantische Strahlenausbrüche produzieren können. Die aktuelle Studie bestätigt das nun. Die Analyse der japanischen Fachleute zeigt aber auch, dass extreme Superflares bei der Sonne und bei anderen sonnenähnlichen Sternen vorkommen, aber eher selten. Dazu heißt es in der Studie: Bei sonnenähnlichen Sternen im Alter von rund 4,6 Milliarden Jahren würden Superflares dieser Stärke etwa alle 2.000 bis 3.000 Jahre einmal auftreten. Auch wenn unsere Sonne sich demnach meistens nicht wirklich extrem verhält, ist ihr Magnetfeld, anders als bislang angenommen, also keineswegs zu schwach, um gewaltige Superflares zu produzieren. Entwarnung für das Leben auf der Erde bedeutet das keineswegs. Im Gegenteil, denn auch Flares mit einer lediglich 100- bis 1000-fachen Stärke gewöhnlicher Flares können fatale Folgen für unsere Zivilisation mit sich bringen. Im Angesicht dieser Bedrohung sind wir allerdings äußerst schlecht auf einen möglichen nächsten Sonnensturm vorbereitet. Forschungsteams weltweit versuchen also notgedrungen, über Statistiken und Simulationen herauszukristallisieren, wie häufig und wie schlimm Sonnenstürme uns in der Erdgeschichte bereits getroffen haben. Radioaktive Baumringe legen nahe, dass in den Jahren 1775 und 994 gigantische Teilchenwellen über die Erde hinweggefegt sein müssen. Auch die Analyse des Lichts von knapp 150.000 sonnenähnlichen Sternen konnte der Wissenschaftswelt etwas über die Häufigkeit solcher Stürme verraten. Eine weitere gewaltige Strahlendusche aus dem All bekam die Erde wohl auch vor knapp 7500 Jahren ab. Das japanische Forschungsteam geht mit großer Sicherheit davon aus, dass es sich damals um extreme Sonnenflares gehandelt haben muss. Doch wie groß ist das Risiko, dass sich ein solches Ereignis in naher Zukunft wiederholt? Laut des japanischen Astronoms Yuta Nozu ist der nächste Superflare der Sonne nur eine Frage der Zeit. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir ein solches Ereignis in den nächsten 100 Jahren oder so erleben werden. Nochmal zum Mitschreiben: In den nächsten 100 Jahren könnte uns so ein super Sonnensturm erreichen und Stromnetze, Telekommunikation und so weiter und so fort ernsthaft beschädigen. Es könnte Wochen und Monate dauern, bis alles wieder funktioniert. Die Weltwirtschaft könnte großen Schaden nehmen, Aktienkurse einbrechen, Banken pleite gehen. Es könnte absolut dramatische Folgen haben. Diese Erkenntnisse verdeutlichen noch einmal, wie dringend notwendig es ist, dass wir die Prozesse auf der Sonne besser verstehen. Denn nur so können wir sie auch irgendwann einmal vorhersagen. Zwar sehen Teleskope und erdnahe Satelliten den Ausbruch der Sonne, doch
Dann muss auch eingeschätzt werden, wie stark er ausfallen wird und ob er die Erde überhaupt treffen wird. Erst 20 Minuten bevor der Sturm die Erde erreicht, ist dann auch klar, in welche Richtung sein Magnetfeld zeigen wird. Und das ist entscheidend dafür, wie gut er das irdische Magnetfeld durchdringen wird. Derzeit spielen wir quasi russisches Roulette mit der Sonne. Die europäische Raumsonde Solar Orbiter, die im Februar 2020 aufbrechen soll, wird uns mehr Informationen liefern. Aber dann müssen wir auch Konsequenzen ziehen und die Strom- und Kommunikationsnetze gegen solche solaren Superstürme sicher machen. Wie groß ist eigentlich die Sonne? Größenvergleich Sonnensystem in einem coolen Video bei Astrocomics TV. Hier anklicken, anschauen und auf jeden Fall abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.